Seid mir gegrüßt zu Mass Effect 3. Wir befinden uns mitten in der Mission, mitten in einer N7-Mission, Cerberus Labor. Also das ist so eine Nebenmission, die es hier gibt. Da sollen wir das Labor untersuchen und potenzielle Bedrohungen eliminieren. Und das Labor untersuchen, das wissen wir jetzt mittlerweile schon, da sollen wir Artefakte sicherstellen. So Reaper-Artefakte, die Cerberus anscheinend untersucht. Ja, eins haben wir schon sichergestellt. Das zweite ist ja mal dabei, aber wir können, beziehungsweise wir haben das zweite schon, können es aber nicht zurückbringen. Wir müssen warten, bis Cortez wieder landen kann. Und irgendwo sind hier Gegner. Die Frage ist nur, wo? Wir könnten mal einen kleinen Ausfall machen. Ja, auf Cortez warten, okay. Dann machen wir mal einen kleinen Ausfall. Ja, das sind sie doch. Ah, Granate, Mist. Na gut. Okay. Wo ist er? Da drüben ist er. Hoppala. Das ist sowas eigentlich jetzt nicht gedacht. Konzentration, es ist nicht vorbei. Ich kann das den ganzen Tag lang machen. Gut für dich. Wow, da hinter uns, was? Das war ja eine fiese Sache. Sich einfach so von uns so hinten anschleichen. Wo ist er? Da ist er. Cortez, hören Sie mich. Wie ist Ihr Status? Lieutenant! Letzte Schlacht, Commander. Konzentration und dranbleiben! Okay. Wo ist er? Da ist er. Na, komm schon. Ja, ich kann noch keine Warp einsetzen. Der hat noch Schilder. Put. Ja, jetzt kommst du von beiden Seiten. Das ist immer schlecht. Okay. Ist noch jemand da? Da ist noch einer. Mist. Wir machen wieder so ein blödes. So eine blöde Rauchbombe. So, dich Hammer. Naja, oder auch nicht. Okay, wo sind sie? Ich sehe sie so schlecht. Ach, von da kommen sie auch wieder. Mist, das hat nicht geklappt, aber jetzt hat. Weg mit dem Schild. Okay, wir müssen zum Landeplatz gehen. Ist hier einer? Ja, sieht danach aus. Relativ viele sogar. Shit. Und alle mit Dings.
Okay, 60 Sekunden also. So arg viel los und ich habe nicht mehr so viel HP. Diese blöden Schilde, ich brauche unbedingt was, was die Schilde schwächt. Wir sind am Exfiltrationspunkt, bereit zur Abholung. Ah, nicht gut. Jetzt kommen die auch von hier. Die kommen ja jetzt gerade von überall. Die kommen jetzt wirklich von überall. Na, dann mal los. Das war jetzt knapp. Die kamen ja wirklich von überall her. Commander, unsere besten Techniker sehen sich gerade die Reaper-Tech aus dem Labor an. Was hat Cerberus damit gemacht? Das wissen wir noch nicht. Aber was Cerberus auch vorhat, es kann nichts Gutes sein. Selbst wenn wir den Zweck nicht rauskriegen, haben wir ihre Experimente gestört. Sie werden deshalb nicht aufgeben. Stimmt. Wir werden die Anlage weiterhin angreifen. Gute Arbeit, Commander. Danke, auch wenn es ein bisschen zu knapp war, ganz ehrlich gesagt. Viel zu knapp. Aber wir haben dafür viel Geld gekriegt. Das ist doch gut. So, und wir haben 50 neue Punkte gekriegt. Ex-Cerberus. Als die Methoden des Unbekannten extremer wurden, verließen fähige Agenten Cerberus. Sie haben ihre Hilfe gegen die Reaper angeboten und wollen alles tun, was sie können. Da haben wir Cerberus Forschungsdaten. Haben wir jetzt zusammengekriegt. Das ist auch nicht schlecht. Sehr schön. Ja, aber am Schluss, also ich habe mich echt nicht gut angestellt, habe ich einen Eindruck. Wir brauchen unbedingt jemanden, der was gegen Schilde erledigen kann. Gegen Barrieren und... Commander, Sie sollten vielleicht mal bei Shuttle-Pilot Cortez unten in der Waffenkammer vorbeischauen. Okay, wenn du das sagst. Commander? Dann gehen wir mal runter zur Shuttle-Bucht. Ja, aber... Sie sind überall. Du würdest nur auch draufgehen. Ich kann hier nicht einfach rumsitzen und nichts tun. Bleib bei mir. Lauf! Du musst da weg, du kannst es schaffen! Nein, das kann ich nicht, Steve. Aber du kannst es. Versprich mir. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Das hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Ich liebe dich, aber ich kenne dich. Du musst loslassen. Versprich's mir, Steve. Nein, nicht. Tut mir leid, ich habe sie nicht gesehen. Das ist eine Aufnahme von Ferris Fields. Vor 7 Monaten. Ich habe dabei viele Freunde verloren. Und meinen Mann. Ich habe getrauert. Einen Frieden gemacht, wie er es gewollt hätte. Ich würde sagen, naja, da bin ich jetzt gerade unsicher. Da müsste es ja eigentlich weitergehen. Ja. Sie haben während des Angriffs mit ihm gesprochen? Ich überwachte Bauarbeiten in einer Station, einige Klicks südlich der Hauptkolonie. Robert schaffte es aus dem Energiefeld der Kollektoren. Anstatt wegzulaufen, rief er mich an. Ich würde sagen, er soll sich an seine Gefühle erinnern. Loslassen wäre zwar auch nicht verkehrt, aber man sollte sich lieber an ihn erinnern. Herzliches Beileid. Er hat sie offensichtlich sehr geliebt. Er hatte Angst, ich würde nicht loslassen. Für ihn habe ich weitergemacht. Dachte ich. Dann kam die Invasion. Es blieb keine Zeit.
Und was nehme ich mit? Das hier. Wozu sollte man sein Leben weiterführen, wenn sowieso alles den Bach untergeht? Wenn Sie so denken, haben wir schon verloren. Ja, das stimmt, aber... Also... Ehrlich gesagt... Ich war noch nie so allein wie jetzt. Wir sind alle allein, das ist keine gute Antwort in dem Fall, finde ich. Aber da weiß ich auch nicht, was ich genau davon halten soll. Nee, mach mal das. Sie sind nicht allein. Ich bin da, wenn Sie mich brauchen. Das weiß ich zu schätzen, Shepard. Wirklich. Aber keine Sorge, Commander. Im Pilotensitz gebe ich 100%. Ich enttäusche Sie nicht. Schwer ist nur die Zeit zwischen den Missionen, wissen Sie. Ich weiß. Ja, kann ich mir schon vorstellen. Das ist schon ziemlich übel, was der arme Kerl durchmacht. Einerseits wäre es eigentlich ganz gut, wenn er loslassen würde, aber das geht eigentlich nicht. Und vor allem sollte man sich lieber an die Person erinnern und an die Gefühle, die derjenige gehabt hat und alles. Und allein ist er definitiv nicht. Er hat seine Freunde, er hat seine Crew. Hoffentlich habe ich sie bei dem letzten Cerberus-Angriff nicht zu lange hängen lassen. Nee, nee. Ich bin nur froh, dass wir es in einem Stück überstanden haben. Das passt schon. Luftkrieg habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Ich habe meine Trident vermisst. Luftkampf ist nicht wirklich die Stärke des Kodiak. So, müssen wir jetzt noch mit den anderen reden, aber ich glaube wahrscheinlich eher nicht, oder? Was kann ich für Sie tun? Nee, da gibt's nichts Neues. Wir reden später weiter. Klar. Anscheinend haben sie es jetzt auch so gemacht, dass Spezialistin Trainer eins sagt, wenn es was Neues bei den ganzen Leuten gibt. Habe ich jedenfalls gerade den Eindruck gewonnen, aber wir werden trotzdem immer mal wieder mit den Leuten reden. So, dann gibt's eine neue Nachricht eigentlich? Nö, gibt's auch nicht. Commander? Alles klar, dann gehen wir zur Karte. Verlassen, dieses Teil haben wir. 100% Aktivposten. Ja, in Skepsis scheint es noch was zu geben. Dann fliegen wir mal hierher und scannen das System. Signal bestätigt. Ah, und die Reaper kommen auch gar nicht. Na, auch gut. Oh, wieder Treibstoff. Sehr gut, sehr gut. Ah, da ist auch was. Ah doch, jetzt kommen sie. Was haben wir hier? Moment, wo ist es? Da ist es. Was haben wir denn da? Ah, Raketenwerfer Javelin bekommen einen Kriegsaktivposten. Feine Sache. Und damit sind wir hier, wie es aussieht, auch fertig. Da haben wir ja auch alle Aktivposten erhalten. Sigurd-Wiege, 100%. Dann hätte ich gesagt, gehen wir hierher, zu Hades Gamma. Und da will ich mal schauen, was wir da so alles finden. Okay, da haben wir sogar mehrere Systeme. Da haben wir sogar sehr viele Systeme. Nun gut, dann gehen wir mal zu Kakus. Ich habe etwas gefunden. So, was gibt's denn hier? Scanner starten. Hier bekommen wir Credits nur. Ja, immerhin. Und Dings kommen. Juhu. Oh, weg da. Reaper umgangen. Sehr gut. Jetzt gehe ich doch lieber mal auf die Brücke und mach mal eine Schnellspeicherung. Nicht, dass es da schief geht.
Das war knapp, aber irgendwo muss doch noch was sein. Flucht, wo ist denn noch was? Ausweichen erfolgreich. Hä? Reaper umgangen. Irgendwie finde ich da allerdings gerade überhaupt nichts. Sprung erfolgreich. Oh, das wird knapp, das wird knapp. Ausweichen erfolgreich. Aber wo soll da noch was sein? Wir haben doch jetzt überall schon gescannt, oder? Reaper umgangen. Nö, ganz ehrlich gesagt, ich finde ehrlich gesagt echt hier nichts. Vielleicht kommen wir später nochmal wieder, wenn wir... Hä? What? ULG-Sprung erfolgreich. Das war knapp. Ah, da haben wir was, okay. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Ausweichen erfolgreich. Was bekommen wir denn hier? Ach, Treibstoff. Naja, nicht schlecht. So sind wir wieder voll. Reaper Umgang. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, so sind wir wieder voll. Dann können wir doch mal das nächste System hier anfliegen. Das sollten jetzt auch keine Reaper mehr sein. Nix. Signal bestätigt. Scheiße. Mist. Das war jetzt nicht so. Sprung erfolgreich. Das war jetzt nicht so, wie ich es eigentlich gerne gehabt hätte. So, jetzt hat aber. Was bekommen wir denn hier? Oh, sogar schon an der richtigen Stelle. Hä? Ah, doch, hier. Allianz-Fragatte. Und der erste Flotte der Allianz Kriegsaktivposten aktualisiert. Jetzt müssen wir nur noch hier rechtzeitig weg. Dann machen wir noch das hier. Dann kriegen wir wieder 200 Einheiten Treibstoff. Sehr gut. Und damit sind wir auch hier voll. Das heißt, wir müssen gar nicht mehr scannen. Ausweichen erfolgreich. Ja, das ist immer ein kleiner Nervenkitzel. Gut, dann fliegen wir das nächste System an. So, hier. Ich habe etwas gefunden. Erstmal das hier. Wieder Treibstoff. Sehr gut. Und ich glaube, ich gehe jetzt mal kurz raus und speichere nochmal. So. Weil hier werden nämlich auch gleich wieder die Reaper kommen und eine Sache haben wir hier noch, wie es aussieht. Und weg. Reaper Umgang. ULG-Sprung erfolgreich. Ah, ich sehe es. Da ist es. Schnell, schnell, weg, weg, Ausweichen weg. Erfolgreich. So, sehr gut. Dann schauen wir mal, was wir hier bekommen. Puh, es ist wirklich nervenstrapazierend. Aber ich finde es relativ cool.
Credits. Weil so ist das Ganze doch ein bisschen actionreicher als die anderen und nicht ganz so langweilig. Vor allem, wenn man es so macht wie ich. So, dann sag ich mal... Tschüss, ihr Trottel, und Pflege nach Plutus. So, und dieses System werden wir dann beim nächsten Mal anschauen. Noch haben wir unsere Ruhe, aber das wird sich relativ schnell ändern, schätze ich mal. Gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Genau. Also dann, tschüss.